Herzlich willkommen, liebe Naturfilmfreunde, wieder bei Uncropped Media. Der Winter hat die Landschaft draußen bereits fest im Griff. Und so begrüßen wir euch heute einmal aus dem warmen Studio. Das bedeutet aber nicht, dass wir nur faul herumsitzen. Wir haben hier noch ein kleines Geheimnis, das wir am Ende lüften werden. Also bleibt dran. Unsere filmischen Aktivitäten in der Slowakei blieben auf Dauer nicht unbeachtet. Und so erhielten wir eine Einladung, uns am internationalen Filmfestival Tatranský Kamzik zu beteiligen und eine unserer Arbeiten in den Wettbewerb einzubringen. Das war für uns natürlich eine große Ehre und so reichten wir unsere Produktion Polana ein. Das Filmfestival steht unter der Schirmherrschaft der UNICA, der 1937 gegründeten Union Internationale du Cinéma. Sage und schreibe 91 Filme aus 22 Ländern gingen in die Vorauswahl, unter anderem aus Amerika, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Slowakei, Tschechei, Norwegen und so weiter. Von diesen schafften es 50 Filme, aufgeteilt in 4 verschiedene Kategorien, in den Endausscheid und wurden vor Jury und Publikum präsentiert. Wir mit dabei und so machen wir uns auf den Weg in die Slowakei nach Liptovský Jan. Der Ort, dessen deutscher Name St. Johann in der Liptau lautet, und im 13. Jahrhundert größtenteils durch sächsische Siedler begründet wurde, liegt ziemlich zentral in der Slowakei und wird malerisch durch die Berge der niederen Tatra eingerahmt. Bedeutung erlangte Liptovský Jan durch seine Thermalquellen, die seit dem 14. Jahrhundert bekannt sind. In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts befand sich hier das Lager 132 SLO der deutschen Kinderlandverschickung. Es existieren verschiedene interessante historische Gebäude, so zum Beispiel die Kirche St. Johannes der Täufer, die Ende des 13. Jahrhunderts erbaut wurde und über einen wunderschönen Altarraum und uralte Fresken verfügt. In unmittelbarer Nähe der Kirche befindet sich ein ehemaliges Schloss, das heute das Haus der Kultur beheimatet und in dem für das Filmfestival ein Kinosaal eingerichtet wurde. In den uralten Kellergewölben kann in einer Ausstellung die Geschichte des Hauses und des Ortes bestaunt werden. Die Techniker des regionalen Filmclubs Nikolaus Film Liptovský Mikuláš haben alle Hände voll zu tun, die vielfältigen Formate in Bild und Ton störungsfrei auf die Leinwand zu bringen. Gleichzeitig müssen die Teilnehmer und Gäste kulinarisch versorgt werden, und für eine entsprechende musikalische Umrahmung ist ebenfalls gesorgt. Das slowakische Fernsehen von RTVS bekundet sein Interesse und führt verschiedene Interviews mit Organisatoren und Teilnehmern, die sich umgekehrt für die Arbeit der Kollegen vom Fernsehen interessieren. Die Unterbringung der Teilnehmer erfolgt im Hotel Svetojanský Kaštiel, dessen Ursprung ein Renaissancegebäude aus dem 17. Jahrhundert ist und das mit seinem exklusiven Ambiente keine Wünsche offen lässt. Der Frühstücksraum im barocken Stil und mit reichhaltigem Buffet ausgestattet, sodass wir gestärkt den Tag beginnen können. Man glaubt kaum, dass Filmeschauen so anstrengend sein kann. Aber 50 Werke, egal ob kurz oder lang, verlangen einem schon ein gewisses Steh- bzw. Sitzvermögen ab. Unser Beitrag hat die Startnummer 32. Alle Filme und Autoren aufzuzählen, würde den Rahmen dieses Kurzfilms sprengen. Daher nur ein kurzer Einblick in die Vielfältigkeit des Programms. Ein Norweger berichtet über seine Abenteuer auf Skiern in Sibirien. Ein Slowake durchquert von Feuerland nach Alaska den amerikanischen Doppelkontinent. Der größte Bär der Slowakei, genannt Golem, erfährt seine Würdigung im filmischen Porträt. Die Hirschbrunft in den slowakischen Wäldern aus nächster Nähe.
Die handwerkliche Kunst des Korbflechters aus Melnik wird in Szene gesetzt. Ebenso die Jamjala, eine kurdische Flöte und ihre kulturelle Bedeutung für die Bewohner des Zagros-Gebirges im Iran. Auch politische Themen werden angepackt, wie zum Beispiel das Verhältnis der USA zum Krieg oder die Folgen des Einsatzes von Landminen. Hier dargestellt in einem sehr einfühlsamen Film über einen alten Mann, der aus Eichenbäumen Beinprothesen für Minengeschädigte anfertigt. Wir begeben uns auf eine filmische Großwildsafari in Afrika und erleben die Heldentaten des slowakischen Nationalhelden Janosik in historischer Nachbildung. Ein deutscher Beitrag über das Leben von Libellen. Ein 15-jähriger Junge sieht seine Erfüllung im japanischen Buddhismus. Die Passion des Baus von Großskulpturen aus Holz wird beleuchtet. Und ein junger Mann ist auf großer Wanderung mit seinem Hund unterwegs. Sportbegeisterte Menschen rennen durch die Berge der Malafatra. Und Musikgruppen werden porträtiert, sowie religiöses und volkstümliches Brauchtum erfährt eine filmische Aufarbeitung. Natürlich dürfen auch die ganz großen Berge des Himalaya nicht fehlen. Nach Auswertung aller Werke durch die Jury findet in festlicher Atmosphäre die Verleihung der Preise statt. Der Moment, dem alle entgegengefiebert haben. Und dann ist es soweit. Unser Film Polana wird aufgerufen und erfährt seine Ehrung mit einem Unica Award. Meine Filme sind eine Brücke, ein Bindeglied zwischen Deutschland und der Slowakei. Abend wird noch ausgiebig genutzt, Gespräche mit den Teilnehmern und Organisatoren zu führen, sowie das eine oder andere Glas in geselliger Runde zu leeren. So geht das internationale Filmfestival Tatranski Kamsik 2023 zu Ende und wir freuen uns auf das nächste Mal in 2 Jahren im Jahr 2025. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die Veranstalter, die Jury und alle, die dazu beigetragen haben, dass es diese wunderbare Veranstaltung gab und auch in Zukunft geben wird.